Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Wirbellosenparadies. Heute mal Apothekenzeitigen. Ich habe da viele Anfragen bekommen, ob ich so ein Video nicht mehr machen könnte. Zuerst wollte ich es nicht, da es sehr viele Videos dazu gibt. Aber nach netten Bitten habe ich mich mal doch breitschlagen lassen. Und dann werde ich es euch ganz kurz schnell erklären. Ja, was brauchen wir? Wir brauchen einen Behälter, wo drin die Apotheke gehältert wird, damit die Tiere darin schlüpfen können. Dies ist jetzt eine Platzbox oben ausgeschnitten mit einer Gaze bespannt. An den Seiten brauchen wir jetzt keine Löcher. Wir haben hier noch ein kleines Loch für Futter. Wenn die nachher geschlüpft sind, dann kann man das leichter dadurch füttern. Wie ihr diese Boxen baut, seht ihr im anderen Video. Und was brauchen wir für die Zeitigung von Apotheken? Also, als allererstes brauchen wir ein Zewa-Tuch. Das ist einfach die beste Variante, wenn wir Apotheken zeitigen wollen. Wir können da auch Erde reinmachen oder Seramees oder. Da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Ich mache es von Anfang an mit dem Zewa-Tuch, denn das ist einfach am schnellsten zu reinigen. Sagen wir, die Apotheke braucht 8 Wochen zum Schlüpfen. Bei jemandem ist es nicht ganz so warm im Haus, um die 20 Grad. Dann braucht die Apotheke natürlich etwas länger. Und dann müssen wir das Tuch natürlich auch zwischendurch mal reinigen. Das ist ganz klar. Und darum ist es am einfachsten, wenn wir es wirklich mit Zewa machen. Es geht auch anderes Papier, WC-Papier zum Beispiel. Oder. Ich nehme das klassische Zewa. Super. Benutze ich für viele Sachen und vor allem für Apotheken. Dann brauchen wir Holzwolle. Holzwolle auf Naturbasis. Hört sich doof an, aber es gibt auch Holzwolle, die grün gefärbt ist in den Osternestern. Oder rot, grün, blau, was weiß ich, was es für Farben gibt. Bitte nehmt das unbehandelte, also wirklich unbehandelte Holzwolle, die wir dann einfach in die Apothekenbox, sage ich jetzt mal, hineinlegen, ruhig ein bisschen auseinanderziehen das Ganze, damit da viele, viele Klettermöglichkeiten sind. Das ist aber zu viel. Habe ich wieder zu gut gemeint. Einfach ein bisschen auseinanderziehen. Denn wichtig ist, nach dem Schlupf sucht sich jedes Tier einen Platz, wo es dann sich erstmal erholt von der Geburt und dann ist es eben ratsam, dass die Tiere jeder für sich einen Platz haben. Das ist ganz wichtig. Wichtig ist auch, dass wir immer schauen, wo wir die Apotheke hinhängen. Denn wenn wir jetzt die Apotheke hier hinhängen würden und die Jungen schlüpfen nach unten, dann würden die alle dagegen ditchen und es wird nicht weiter die Schlupfphase beginnen. Deswegen immer, das ist wie bei der Häutung, die Tiere sollten nicht dagegen kommen, sonst verkrüppeln sie. Wir haben jetzt hier eine Apotheke von Hedula Membranacea, die so ausschaut. Die sehen immer so aus wie kleine Kastanien, finde ich. Wenn ihr ein Terrarium habt, das nicht drososicher ist, das heißt, da sind Schlitze, da sind große, maschige Lüftungsflächen. Solltet ihr die Apotheke aus dem Terrarium entnehmen und umsetzen. Wenn man Glück hat, dann hängt die Apotheke vielleicht so am Stock dran. So, dann kann man das natürlich schön reinhängen. In diesem Fall hing die Apotheke irgendwo wahrscheinlich an der Decke. Und jetzt müssen wir die natürlich wieder befestigen. Die einfachste Variante ist mit einer Nadel. Es gibt auch noch, mit Silikon kann man es machen. Es muss Naturkautschuk-Silikon sein. Das Zeug ist auch gleich ein bisschen teurer. Und deswegen denke ich mal, mit der Nadel fahren wir hier am besten. Und dann werde ich euch mal zeigen, wie wir die befestigen. Wichtig ist, wenn wir die Apotheke aus dem Terrarium entnehmen wollen, sollten wir 2 bis 3 Tage warten. Denn wenn ihr es schon mal gesehen habt, die Gottesanbieterin baut diese Apotheke aus Schaum, der dann hart wird. Und sobald er hart ist, kann man die dann
vorsichtig entweder mit einer Rasierklinge oben so langsam abkratzen oder wirklich vorsichtig so dann herumdrehen, bis sie abgeht. Denn ich weiß nicht, ob man das so gut, da ist die Kamera, so gut sehen kann. Das hier außenrum ist nur eine Schutzhülle. Die Eier sind da unten drinne. Die sind dann wie so in einem Bienenstock zusammengenietet und da ist also wirklich ein bisschen Luft. Das heißt, wenn wir hier oben reinstechen, machen wir keine Eier kaputt oder wir kratzen es mit der Klinge ab. Da solltet ihr euch nicht so viel Sorgen machen. So, dann wollen wir das jetzt mal befestigen. Ich habe mir hier eine Nadel hingelegt. So, dann nehmen wir hier unser Stoff. Ich werde gleich mal den Deckel drauf machen. So, dann müssen wir es natürlich ein bisschen platzieren. So. Wenn ihr euch bei dieser Taktik nicht sicher seid, könnt ihr gerne etwas vorsichtiger sein. Ich mache es jetzt ja schon ein bisschen länger, deswegen weiß ich ungefähr, wie doll man drücken darf, wie doll man nicht drücken darf. Da habe ich jetzt auch wieder die härteste Stelle erwischt. So. In der einen Seite picken wir jetzt durch. So. Seht ihr? Jetzt haben wir den Nagelkopf an der Außenseite. Auch da muss ich ja hin. Den Nagelkopf an der Außenseite. Den da durchgesteckt. Jetzt drehen wir das alles wieder rum. Und jetzt müssen wir halt mit der Nadel nochmal durch die Gase durch. Und dann mal alles ein bisschen kräftig ziehen. Und wenn der Trick jetzt klappt, fällt sie nicht ab. Ist der Trick verhauen. Aber es hält. So. Und so hängt die dann oben dran. Und dann wird das da einfach draufgelegt. Natürlich alles ein bisschen gerade gezogen, damit das auch gut hält, wir nicht zu viel Lüftungsfläche haben, wo die Tiere nachher entkommen können. Ich mache immer eine Seite zu, ziehe die andere dann stramm. So, und dann mache ich die auch zu. Ja, dann wird nochmal von oben gespült. Und dann haben wir unseren kleinen Inkubierkasten fertig. Jetzt müssen wir natürlich noch warten. Bei einer Temperatur von 25 Grad dauert die Zeitigung bei Hydula membranacea zwischen 4 und 6 Wochen. Gesprüht werden sollte in der Woche mindestens zweimal. Und mehr ist nicht zu beachten. Bei mir kommt die jetzt gleich oben aufs Regal, da ist der wärmste Punkt. Und dann sollte es, wenn alles geklappt hat mit der Verpaarung und mit der Zeitigung, bald schlüpfen. Und dann haben wir ganz viele kleine Babys. Ja, das war's heute schon wieder. Kurzes kleines Video. Vielen Dank fürs Reinschauen. Like das Video, teilt es gerne. Abonnieren nicht vergessen. Denkt dran, es gibt immer noch diese Gewinnspiele. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.